da hat es uns die Halbach so gerissen. Ich weiß nicht, ist das von gestern? Weil gestern haben wir ein Problem gehabt, da haben wir die Regenraffen montiert und da ist uns das eine Rall davon gerannt, vielleicht, dass das ein Vollgeschaden ist. Aber die Jungs und das Animal, was ich als Mechaniker schon habe, also die sind echt top, die haben uns gestern auch geredet, dass wir Dritter geworden sind in den ersten Vorlauf. Die werden das jetzt wieder schaffen und ich bin überzeugt, wenn es ein bisschen Glück, stehen wir am Stockerl. Extrem. Ich bin so scharf wie eine Rakete. Also naja, ein wenig blöd, weil ich mit der Rutschplatte dann voll aufsitze. Viel muss ich halt schauen, dass ich nicht so schnell drüber mag. Okay. Ja. Schonen das Material durchhalten bis auf die Nacht. Ja, Motor schon brauche ich keinen mehr. Mir gefällt das ganz gut. Das ist ein bisschen schneller als die Passage. Und der Sprung ist auch für unsere Klasse extrem lässig. Ja. Wir springen auch mit alle vier Raffen. Also die Umbauten gefallen mir sehr gut. Ja. Wie geht's auf der neuen Strecke oder auf der adaptierten Strecke, muss man sagen, jetzt mit dem zweiten Sprung? Nein, geht eh gut. Also an die Bedingungen anpassen und Gas geben. Schauen, wo die Löcher sind, dass man die nicht erwischt, aber das kann man nicht ausweichen, das geht leider nicht. Materialmäßig ist das schon ein anderer Anspruch jetzt mit einem zusätzlichen Sprung, ne? Der Sprung ist nicht das Problem, das geht relativ gut mit unseren Serienautos, aber im Recycling, das arbeitet sich halt so aus, dass man ihm dann wirklich so als Asphaltkanten kriegt, so harte, und dann haut man immer die Fänger zusammen. Weil mit den neuen Sprung, da springt man auch sogar mit den Autos und ja, ist recht lustig eigentlich. Ist so, dass da der Auto laut tut, in dem Sinne, weil es ja doch eine harte Landung ist, oder sagst du, wäre es kein Rennauto geworden? Naja, es ist schon ein wenig, springt man schon weit und auch hoch eigentlich für das, aber so arg ist es nicht. Ja, mir gefällt es eigentlich relativ gut. Es ist ja ein Sprung dazugekommen. Mit unseren 1600er hebt man schon ein bisschen ab. Mit den Supercars ist sicher noch was anderes. Geht natürlich schon ein bisschen aufs Material, aber es ist halt geil. Du, Erwin, du bist jetzt Zweiter in der österreichischen Meisterschaft. Was rechnest du jetzt nur für die kommenden vier Rennen mit dem heutigen aus für diese Saison? Ja, also es bleibt sicher spannend. Die tschechischen Kollegen sind immer dicht, sind mal dicht auf den Fersen und es wird sicher bis Italien nichts entschieden werden. Also ich muss bis zuletzt pushen. Jetzt beim V-Race TV Interview, Luki Dierenberger. Luki, die Fuglau-Strecken, die MGP Racing Arena ist jetzt da wieder neu umgebaut worden. Wie gefällt es dir, die Streckenführung? Ja, so, die Strecken gefällt mir eigentlich ganz gut. Der Sprung, dem finde ich auch recht gut, wobei er für die Autos wahrscheinlich nicht ideal ist. Es geht halbwegs aufs Material. Und in der Joker Lab habe ich auch noch ein bisschen meine Probleme. Aber sonst taugt es mir recht. Was wird bei dem Sprung, weißt du es gerade angesprochen hast, am meisten beansprucht? Ja, die vorne, die Achse, weil du halbwegs vorne aufkommst. Das ist für die Dämpfer und so, glaube ich, nicht recht ideal. Mir kommt es relativ gut entgegen, die Strecken, weil mein Auto sehr gut ist über den Sprung. Dadurch, dass wir relativ gutes Fahrwerk haben. Es ist natürlich schon ein Materialmord für alle Autos, egal welcher Fahrwerk. Ja, die allerwichtigste zentraleuropäische Zone, dafür momentan mit 55 Punkten. Es sind nur zwei Rennen, also das sollte sich normalerweise hundertprozentig ausgehen. Österreichische Meisterschaft sind wir auch mit einem Respektabstand vor dem zweiten. Und slowakische Meisterschaft auch. Tschechische sind wir jetzt gerade um 3 Punkte führend, weil wir da eine Disqualifikation gehabt haben. Aber wir werden sehen, was das letzte Rennen dann macht oder passiert. Ja, es ist natürlich ganz gut, dass es natürlich wieder eine lange Schulterkurve gibt, natürlich, dass man das wieder so fahren kann. Der Sprung ist vielleicht, ja, ich sage mal, mir macht es nichts aus, also für die kleinen Autos ist es natürlich auch schwieriger. Aber so ist es natürlich auch super. Ist natürlich für die Zuschauer natürlich Wahnsinn, also man fliegt wirklich weit, weit und hoch. Was sagst du generell zu diesem Recycling-Asphalt? Bevorzugst du eher einen klassischen Schotter oder ist da dieser Untergrund mittlerweile schon lieber? Ich sage mal, wir können es nicht mehr aussuchen, also es ist natürlich fast immer schon so, dass wir einfach fast immer den Recycling-Asphalt haben. Der, was fast wie Asphalt ist natürlich, Schotter wollen wir immer lieber, weil das ist halt einfach der ruhige, normale Untergrund. Du musst nur ein wenig mehr machen kannst, aber man muss ja an das einfach anpassen, es geht nicht anders. Du hast uns vorher gesagt, die Zahl 40 ist ganz wichtig jetzt in deinem Leben. Ich vermute mal, das Alter ist nicht mehr. Was ist? Nein, das Alter ist bei weitem nicht mehr. Nein, das wäre natürlich, wenn wir heuer das wirklich zusammenbringen, dass wir 4 Titel noch machen, dann war das der 40. Titel und das wäre natürlich der Hammer.